jemandem, der unbescholten ist. Unbescholten, das heißt, es ist nicht jemand, der sich selbst so preisgibt. Jemanden Unbescholtenen den Ehebruch oder den außerehelichen Geschlechtsverkehr vorzuwerfen. Das nennt man Verleumdung. Und deswegen, Verleumdung, darf man verleumden? Darf man bestimmte Menschen verleumden? Hä? Ich meine, jemand, der eigentlich unbescholten ist. Also, man weiß nichts über ihn und erlebt kein ausgeschweiftes Leben oder ausschweifendes Leben, in dem das sichtbar ist, ja. Also, man weiß von ihm nicht, dass er außereheliche Beziehungen und so weiter pflegt. Darf man ihn verleumden? Das Verleumden ist eine der, ich nenne sie mal, der Kapitalverbrechen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith von Ibn Abbas, er sagte, ijtanibul mubiqat as-sab', meidet die sieben vernichtenden Sünden. Und dann nennt er unter ihnen den Al-Qadf, die Verleumdung. Deswegen, die Verleumdung ist ein Vergehen, das eine Hadstrafe zur Folge hat. Das muss man sich bewusst sein. Man muss sich dessen bewusst sein. Wer jemanden verleumdet, der wird dafür bestraft, also wird körperlich bestraft dafür. Und warum ich das erwähne? Weil manche Leute nehmen es leicht, ich nenne mal einen Kontrahenten, jemand, mit dem man diverse verschiedene Auffassungen hatten, sie mit diversen Begriffen zu beschimpfen, die darauf hinausgehen, dass man ihm oder seiner Familie den Ehebruch vorwirft. Ich nehme es nur aus in den Mund, weil die Fuqaha das erwähnen. Wenn jemand zu einer Person sagt, Yabna Zania, Sohn einer Ehebrecherin. Wir haben ein ähnliches deutsches Wort, oder nicht? Das HS-Wort. Kennt ihr es? Diese Aussage, das hier zu jemandem zu sagen, ist Verleumdung. Das ist Verleumdung. Ob du das beabsichtigt hast oder nicht, das ist Verleumdung. Das heißt, eigentlich müsstest du dafür deinen Rücken herhalten. Und es ist egal, zu wem du es sagst. Ob das ein Nasrani ist oder ein Yahudi oder ein Majusi oder ein Muslim, diese Aussage darf nicht getätigt werden, wenn die Person unbescholten ist.